Da schläft sie, unsere Theresa. Ist mir gar nicht aufgefallen, dass wir im selben Zimmer schlafen wie sie. Und damit willkommen hier, meine lieben Mittelalterfreunde, bei Kingdom Come Deliverance. Es ist morgen um 7. Die Gute schläft noch. Ich glaube, wir gucken einfach mal, dass wir rauskommen, ohne irgendjemanden zu wecken. Wir haben ja wichtige Dinge zu tun heute. Ich kann einfach von diesem Spiel nicht lassen. Es ist der absolute Oberhammer. Es geht einfach nicht. Ich bin jetzt schon so dermaßen in der Zukunft. Ich habe schon 29 Folgen vorproduziert. Stimmt, und das wollten wir ja machen. Berans Becher wollten wir mal zurückgeben. Wir sind ja... Im Kern sind wir eine sehr, sehr ehrliche Haut, ne? Wir wollen nicht irgendwie, vor allem nicht mit alten Freunden, irgendwie brechen oder sowas in der Art und Weise. Und deswegen ist es wichtig, dass wir diesen Becher zurückbringen. Und ich glaube, wir können den guten Bären oder... Wie hieß er nochmal? Beran. Genau. Guter Freund. Wie hieß er nochmal? ja, wir können ihn jetzt, glaube ich, auch gerade eben hier direkt mal im Eingangsbereich der Stadt finden. Denn dort ist ja das Flüchtlingsghetto aufgebaut. Also zumindest gehe ich ganz, ganz schwer davon aus, dass er sich da tummelt. Und wir sind momentan sehr frei, was ich sehr geil finde. Wir müssen mal ein bisschen mehr die Welt erkunden. Und irgendwie versuchen, Ausrüstung und Geld zu machen. Das ist Stefan, das ist Dorfbewohner, das ist Felsen. Der ist echt Felsen. Bettlerin Jana... Beran! Lass mich in Ruhe. Junge, ich hab was für dich. Ich will schlafen. Ich hab deinen blöden Kelch. Och, komm on. Ach, cool, du alte Drecksau. Hängt da auch noch ab. Wie spät haben wir es denn gerade? Ach komm, haben wir dann halt um 8. Vielleicht wachen die ja dann auf. Ich check mal ganz, ganz kurz Pause. Also... Abbrechen, kurz nach 7. Vielleicht ist ja Bären jetzt aufgewacht. Und steht vor uns oder so ein Quack. Nee. Der ist ein Langschläfer, der schläft gar nicht mal bis 8 oder so. Ja gut, ich meine, es bringt dir ja auch. Wobei, es wäre sinnvoll zu betteln, wenn die Leute zur Arbeit gehen, ne? Dann kommen viele vorbei, aber im Mittelalter war das ja anders. Da laufen die Leute ja nicht unbedingt von A nach B, sondern die stehen auf und gehen in den Garten und arbeiten. Na toll. Jetzt muss ich den Typen finden. Die wachen jetzt gerade erst alle auf. Wer bist du? Bartek. Ich interessiere mich nicht für Bartek. Willkommen, Heinrich. Händler. Der heißt Händler, aber ich wette, ich kann mich nicht mit ihm handeln. Ist das derselbe Händler, der immer nicht gehandelt werden kann? Ich glaube ja. Gott schütze dich. Und dich ebenso. Nö. Mit was handelt der? Mit Zeit wahrscheinlich. Und meine bekommt er am laufenden Band umsonst. Ich mache irgendwas falsch. Jetzt muss ich den alten Bartek finden. Der kann ja sonst wo betteln. Fuck, sage ich dazu nur. Wer ist denn das? Bürger. Gott sei mit dir, Heinrich. Wo ist der alte Bartek? Oh mein Gott. Ich meine, die Stadt ist jetzt auch nicht so klein, ne? Gott sei mit dir, Heinrich. Ebenso. Die Leute sind so nett hier, wenn man beliebt ist. ich habe den Eindruck, dass Bartek schwer zu finden sein wird. Heinrich, schön, dass du da bist. Oh, kacki, kacki, kacki. Ich geh mal da lang. Ich möchte eigentlich auch mal was anderes machen. Was ich mir überlegt habe, ist, wenn wir das Geld dazu hätten, mal ein bisschen Equipment mit mir zusammen zu suchen, bei dem wir eher stealthy sind, also wo wir auch mal schleichen können. Und einfach auch mal so ein bisschen die Drecksau mimen. Oh, was ist denn das? Hier kann ich rein. Es bringt total gar nichts, aber ich konnte hier rein.
Ach, hier bin ich in der Bäckerei gelandet. Hallo, Wauzi. Boah, jetzt muss ich hier jetzt in den ersten 5 Minuten diesen ollen Bettler so. Bartek. Wisst ihr, Bartek habe ich jetzt schon mal gefunden. Maruna. Wer ist das? Felsen. Hier ist Felsen am Betteln. Wer ist das hier? Bettlerin Jana. Da gammelt auch jemand rum. Alex. Heinrich, schön, dass du da bist. Ja, hat jemand von euch den ollen Bären gesehen? Wäre echt hilfreich. Cornelius. Ich finde echt jeden, nur nicht den, den ich finden will. Hey, Heinrich kommt uns besuchen. Bin doch schon die ganze Zeit da. Ey, ganz im Ernst, ich muss woanders aufsitzen. Möge Gott dich behüten, Heinrich. Und so weiter und so fort. Jetzt gucke ich mal, ob der nicht vielleicht eventuell da unten bettelt. Vielleicht habe ich ihn auch einfach nur unglücklich übersehen. So. Willkommen, Heinrich. Bin doch schon längst da. Was wollt ihr von mir? Das ist der Stefan. Hallo, Heinrich. Pickel. Er ist aber auch eine faule Sau. Der hängt gleich hier rum, ne? Und wer ist das? Kunisch. Ist auch nicht viel besser. Sag mal, Kunisch. Wo ist denn der Beran? Ach ja, der Ladebildschirm. Ich sollte doch deinen Schatz holen gehen. Und, hast du ihn? Er gehört Beran. Aber das konnte ich ja nicht wissen. Ach so. Die Schulden sind also nicht getilgt. Aber was anderes habe ich nicht zu bieten. Blöder Kerl, ey. Der ist wirklich total nutzlos. Wer ist denn das? Jaroslav. Den kenne ich ja noch gar nicht. Es ehrt mich, dass ein Ritter wie du sich für mich interessiert. Was, da wäre noch etwas? Da wäre noch etwas. Wer ist denn das? Ach, das ist einer von den Wachen. Wie geht es den Flüchtlingen aus Scarlets? Mir und dem Rest von Herrn Ratzigs Männern geht's gut. Wir wohnen in der Burg und es fehlt uns an nichts. Aber die anderen kommen gerade so durch und sind auf Almosen angewiesen. Die Einheimischen sind nicht so spendabel wie einst. Und Gott weiß, wie lange wir hier noch festsitzen. Das ist nicht gut. Das kann ich nachvollziehen. Danke. Na gut. Immerhin weiß ich jetzt etwas über ihn. Das ist einfach nur Bettler. Der hat nicht mal einen Namen bekommen. Oh mein Gott, wo ist dieser blöde Beran? Der Moment, an dem ich anfing, darüber nachzudenken, diesen blöden Kelch doch zu verticken. Mann. Wo kann denn der nur sein? Das ist halt das Problem, dass das Spiel dir halt dann auch nicht unbedingt weiterhilft. Du musst ihn finden. Oder halt auch nicht. Also, wie gesagt, das war er nicht. Ist halt auch doof, dass man die Leute nicht von oben sehen kann, ne? Das wird er auch nicht gewesen sein. Jetzt gehen wir mal auf den Kirchplatz. Boah, normalerweise müsste der Pater jetzt hier voll austicken. Wenn man hier mit dem Pferd vorreitet. Berans Frau! Immerhin. Dann wird aber wohl Beran nicht weit sein. Ah! Der Kelch gehört nicht zufällig euch, oder? Mein Gott! Wo hast du ihn her? Aus Scarlets. Willst du damit sagen, dass mein Göttergatte tatsächlich zu was taugt? Hast du alles dabei? Zeig her! Zeig her! Ich habe diesen Kelch gefunden. Nur den Kelch? Was ist mit den Groschen? Die Frau, ey. Groschen, richtig. Hier sind sie. Das war's? Na
Toll, das habe ich jetzt davon, dass ich so eine gute Seele bin. Scheiße. Die sagt noch nicht mal Danke. Die sagt, auf die Groschen, auf die Groschen. Dann bettelt sie gleich wieder. Hast du mir noch mal einen Groschen? Ich bin so arm. Oh, fuck. Scheiß doch die Wand an. Tja, der Moment, in dem wir entschieden haben, am Ende doch kriminell zu werden unter Umständen. Ich bin immer noch am Überlegen, wie ich eventuell hier Beran noch finde. Aber ich glaube, Beran werde ich nicht finden. Das Spiel sagt in Sachen Beran schlicht nein. Ein sehr schweres Schloss. Sehr schwer. Und der Vogt ist momentan noch nicht am Start. Ah doch, der Vogt ist am Start. Tja, Vogt, reden wir mal. Einfach mal pure Neugier, ob der irgendwas für uns hat. Ich bin ja offen für alles. Zu deinen Diensten, Herr Ritter. Was? Du siehst aus, als wärst du sehr beschäftigt, Meister Vogt. Hast du viel zu tun? Viel zu tun? Es ist ein Wunder, dass bei all den Besuchern die Tür noch in den Angeln hängt. Was ist denn los? Mir wurde aufgetragen, den Leuten aus Scarlets Arbeit zu geben. Hier gibt's bei Gott genug zu tun. Das Problem ist eher, alle Aufgaben gerecht zu verteilen. Verstehe. Jeder hat Mäuler zu stopfen. Am schlimmsten ist, dass mir niemand sagt, wer am dringendsten Arbeit sucht. Vielleicht kannst du helfen, Heinrich. Wie? Dir gegenüber sind die Scarletzer sicher ehrlicher. Finde heraus, wer die Arbeit am nötigsten hat. Du kannst dann entscheiden, wer was erledigt. Hilfst du mir? Holy shit. Sicher, ich werde tun, was ich kann. Dich schickt der Himmel. Es dauert sicher nicht lange. Du weißt doch, wie die Flüchtlinge auskommen, oder? Frag herum und finde mehr heraus. Um welche Art von Arbeit geht es denn? Der alte Hagen sucht eine Köchin. Und dann brauchen wir noch fünf Träger. Eine Köchin und fünf Träger? Das klingt nicht allzu schwer. Wo liegt das Problem? Nun ja, wir brauchen 3 Wasserträger. Die anderen sollen, Scheiße tragen. Kunesch! Oder Exkremente, wie der Papst sagen würde. Kunesch! Was muss ich über die Wasserträger wissen? Wir brauchen 3. Zurzeit erledigen das die Bediensteten der Bürgerschaft. Müssen sie bis zum Fluss hinunter, um Wasser zu holen? Natürlich. Wo sollen sie es sonst holen? Vom Galgenberg? Es ist keine leichte Arbeit, aber jemand muss sie tun. Okay. Was gibt es zur Stelle als Köchin zu sagen? Da musst du Hagen selbst fragen. Er hat mir nichts Brauchbares gesagt. Vielleicht hat er ja seine Meinung geändert. Was kannst du mir über die anderen Träger sagen? Es ist dreckige Arbeit, aber sie muss erledigt werden. Es gibt bei Gott genug für sie zu tun. Bei manchen Leuten läuft's schon über. Klingt widerlich. Ja. Wer würde das freiwillig tun? Wenn's sein muss, zahle ich das Doppelte von dem, was die Wasserträger bekommen. Vielleicht hilft das. Tja, das könnte helfen. Warum ist das so ein Problem für dich? Tja, sie scheinen sich vor mir zu fürchten. Ich kriege nie eine brauchbare Antwort von ihnen. Wie soll ich da die richtige Entscheidung fällen? Sie sind verzweifelt. Verurteile sie nicht. Das tue ich ja nicht. Aber ich kann die Arbeit nicht einem Taugenichts geben, der sein Geld dann versäuft. Naja, ist doch jedem seine eigene Entscheidung. Gibt es jemanden, der mir genaueres sagen kann? Ja. Der Händler Konrad Hagen ist der, der eine Köchin sucht. Sprich mit ihm. Und der junge Alex wird wissen, wer von den Scarletzern sich am besten eignet. Ja, dann weiß ich, wo ich hin muss. Mehr muss ich nicht wissen. Dann viel Glück. Wow! Ganz im Ernst, damit habe ich nicht gerechnet. Jetzt soll ich hier... Also, ich weiß ganz genau, wer Scheiße tragen darf. Kunesch, du altes Auto. Du verdienst das Doppelte und gibst mir die Hälfte, weil du mir immer noch Geld schuldest. Jetzt gucken wir es mal. Alex war ja irgendwo hier. Das war die Bettlerin Jana. Ich glaube, das da drüben war Alex. Stimmt, und ich wollte mir nochmal ein Schild kaufen. Verdammte Axt. Alex. Hast
der Alex heißt und nicht Alexander. Na, egal. Zu deinen Diensten, Herr Ritter. Ich muss mit dir über unsere ehemaligen Nachbarn sprechen. Es gibt Arbeit und ich soll die Leute auswählen. Der Vogt hat es mir bereits gesagt. Will er noch immer, dass sie als Schinder arbeiten? Es ist schon dabei. Davon profitieren alle. Nicht ganz. Es gibt nicht genügend Arbeit für alle und niemand will die Arbeit eines Schinders verrichten. Ich suche auch nach einer Köchin. Kennst du eine gute Köchin, die Arbeit sucht? Nun, da wäre Agnes. Es heißt, sie kocht besser als alle anderen, aber... Wo ist das Problem? Ist dir etwas zugestoßen? Nein, es ist nur so, dass ich sie schon lange nicht mehr zu Gesicht bekommen habe. Wenn ich mich nicht irre, bekocht sie nun den hiesigen Pfarrer und lebt im Pfarrhaus. Okay. Weißt du, wer Geld am dringendsten nötig hat und kräftig genug ist? Silber haben alle nötig, aber nicht jeder eignet sich für diese Arbeit. Wen kann ich dann fragen? Wo finde ich geeignete Leute? Ich werde selbst mit ihnen sprechen und sie dann alle bitten, vor dem Rathaus auf dich zu warten. Es wird aber etwas dauern. Na ja, klar. Aber die Leute brauchen Arbeit, um zu überleben. Wasser tragen vielleicht. Doch wenn sie Arbeit verrichten müssen, die nichts für anständige Leute ist, sondern für den Henker oder den Schinder... Es ist also sinnlos, ja? Lieber betteln als richtige Arbeit leisten. Sogar Scheiße tragen ist besser als das. Du vergisst, dass das eine Aufgabe für den Schinder ist, nicht für Vertriebene. Selbst wenn wir wieder in Scarlet sind, wird der Gestank noch an ihnen haften. Na toll. Danke, auf bald. Das ist ja mal sinnvoll. Die sind also tatsächlich zu stolz, um richtige Arbeit zu machen. Ja gut, Mittelalter halt, ne? Wenn du einmal quasi mit sowas anfängst, dann... Wie er es gesagt hat, der Gestank wird noch an dir haften. Also man wird dir immer vorhalten, dass du dich da runter bequemt hast, um diesen Drecksjob zu machen. Auf der anderen Seite ist es eigentlich auch eine ziemlich unchristliche Art und Weise, an sowas heranzugehen, weil jemanden dafür zu verurteilen, dass er in den Zeiten der Not sich auch einfach mal quasi herunterbequemt hat, um auch mal was Unangenehmes zu tun. Ich meine, es ist ja nicht so, dass du irgendwie jemanden tötest oder bestiehlst. Das ist immer noch ehrliche Arbeit. Das ist mega unchristlich, dieses Weltverständnis. Schütze dich, Heinrich. Ist das der Wirt? Hagen? Warte mal. Nee, der müsste dann eigentlich named sein, oder? Plünderer. Nein. Liebes Wasser oder Scheiße, genau. Sprich mit Hagen, dem Händler. Der sucht eine Köchin. Muss ich gucken, welcher Händler das ist. Ist das der Allgemeinhändler da unten, oder? Oder ist das ein Händler, den ich noch gar nicht kenne? Ich war hier noch nie drin. Vielleicht ist der das. Ja, das reicht mir. Das wäre alles. Komm jederzeit wieder. Ach, der Milan, hallo, der Alte. Wird aber nicht der sein, nehme ich an. Es gibt nochmal einen Händler. Gelobt sei Jesus Christus. Ja, ja, und so weiter und so fort. Was hat denn der? Sinnloses Zeug. Oh Gott, der kocht der Apfel, der hat's bald hinter sich. Ich stelle gerade fest, dass ich dringend mal was essen sollte. Es ist ja Äpfel und rote Beete durcheinander. Da kommt so eine Sattheit von 69 immerhin. Hallo? Es gibt aber nochmal einen Händler. Diesen Metzger da unten. Oder Fleischer oder wie auch immer. Ist der vielleicht hier? Nee. Der wird in seinem... Grüß dich, Heinrich. Heinrich kommt uns besuchen. Das ist eine Ladenwache. Wo ist dieser blöde Typ? Sehe ich den hier? Das ist Bogenschießetwert. Das ist... Ach, dem Hagen, dem Händler. Der wohnt hier. Das ist also doch der hier. Der heißt Hagen? Hallo Heinrich. Konrad Hagen. Natürlich heißt er Hagen. Oh Gott, ich bin so doof. Gott schütze dich, Heinrich. Grüß dich, werter Herr Ritter. Wie kann ich dienen? Mit Köchin und so. Der Vogt schickt mich.
Er sagt, du suchst nach einer Köchin. Richtig, nach einer guten. Aber das habe ich alles schon unserem geschätzten Vogt erzählt. Ich habe dem Vogt meine Hilfe angeboten. Heinrich. Ich kenne die Skalitzer. Ah, verstehe. Was willst du wissen? Gibt es besondere Ansprüche, die du an die neue Köchin hast? Tja, es wäre von Vorteil, wenn sie weiß, wie man kocht. Ja, aber der Vogt sagte, du hättest auch andere Anforderungen. Nun, ich will eine Frau, die auch im Haus nach dem Rechten sieht, wenn ich auf Reisen bin. Jung, liebreizend. Wozu? Ihre Kochkunst soll die Leute beeindrucken, nicht ihr Äußeres. Ich verstehe. Verzeih. Okay, also er will sie nicht für irgendwelche fragwürdigen, doppeldeutigen Sachen. Sie soll wirklich nur kochen und aufpassen. Also er sucht eigentlich eher eine Haushälterin, könnte man im Grunde eigentlich sagen. Ich hörte auch, es gäbe offene Trägerstellen. Ja, man hätte wirklich früher darauf kommen können. Es ist besser für die Stadt, wenn die Bürgerschaft nicht ihre eigenen Bediensteten schicken muss. Und es ist auch besser für meine Leute. Natürlich, natürlich. Das versteht sich von selbst. Ich hörte, du brauchst auch jemanden, der die Latrinen leert. Es ziemt sich nicht, über derlei Dinge zu sprechen. Zumindest nicht für anständige Leute. Aber ich muss wissen... Genug. Kein Wort mehr darüber in meinem Haus. Wie sinnlos. Er will also nicht über Scheiße reden. Das kann man im Grunde jetzt mal so sagen. Er will einfach nicht über Scheiße reden. Habt Erbarmen. Hallo, Antonia. Das hilft mir nicht weiter. Gehen wir mal zu Agnes. Die wohnt ja beim Pfarrer hier irgendwie. Ich muss rauskriegen, wo genau. Ach, da steht Pebbles immer noch rum. Ist die jetzt hier drin eigentlich? Unter deinem Schutz und Schirm fliehen wir, o heilige Gottesgebärerin. Verschmähe nicht unser Gebet in unseren Nöten, sondern erlöse uns jederzeit von allen Gefahren. Die hat Zeit zu beten. Bist du Agnes, die Haushälterin von St. Jakob? Bin ich. Oder war ich, bevor diese Teufel Skalitz niedergebrannt haben? Was willst du? Ich suche eine gute Köchin und Haushälterin. Und alle haben mich zu dir geschickt. Gott hat mich gesegnet. Das ist wohl wahr. Der hiesige Händler braucht jemanden, der Adlige bekochen kann und sich um sein Haus kümmert. Nun, Pater Franziskus mag gutes Essen. Und ich kann nicht einfach woanders anfangen. Warum nicht? Weil ich immer noch seine Haushälterin bin. Aber er soll geflohen sein und nicht zurückkehren. Das sind alles nur Gerüchte. Ich bin nach wie vor seine Haushälterin. Okay. Wo ist Pfarrer Franziskus jetzt? Ich weiß es nicht. Ich habe ihn das letzte Mal gesehen, als er zur Beichte nach Sasau ging. Aber das war vor diesen schrecklichen Ereignissen. Seitdem habe ich nichts von ihm gehört. Ging er oft nach Sasau? Wo gastierte er dort gewöhnlich? Er war nicht so oft dort, vielleicht einmal im Monat. Er blieb stets im Gasthaus in der Nähe des Klosters, damit er nicht so weit gehen muss. Ich frage herum und finde heraus, was mit Pater Franziskus geschehen ist. Gott behüt dich. Meine Fresse, echt jetzt? Ich muss nach Sasau? Der Pfarrer ist nicht so cool wie der andere. Okay, wir haben es also hinten. Entschuldigung. Und jetzt wollten wir noch ein Schild kaufen, genau, weil mit Schild kämpft sich's besser als ohne, wie wir schon deutlich gemerkt haben. Ich könnte euch auch mal zum Alchemieladen gehen. Was? Hat er gerade gesagt, schleich dich, Heinrich, oder Gott segne dich, Heinrich? Das hätte gerade beides sein können. Da kann man sich manchmal nie so ganz sicher sein, wie nett die Leute wirklich zu einem sind, ne? Zu deinen Diensten, Herr Ritter. Ach, da kann ich wirklich handeln. Ja, das ist der Schneider. Oh, aber da wollte ich mal gucken, was die Sachen kosten. Sichtbarkeit. Langes Leinenhemd. Grünes Hemd.
Das ist nämlich gar nicht so leicht, die Sichtbarkeit runterzudrücken. Grauer Kapuzenschal sorgt schon mal, dass die Sichtbarkeit runtergeht. Das ist ja sehr viel komplizierter, als man denkt. Grauer Google. Ist alles teurer, als es mir lieb ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Das mit dem Schleichen müssen wir uns mal woanders zusammenstückeln. Eventuell einfach mal... Hier gibt's Schilde. Oh, wie geil. Schild des Leiperadels. Dann können wir auch mal wieder rausgehen und ein bisschen Abenteuer leben. Mir hat das Kämpfen ohne Schild echt nicht gefallen. Gott sei mit dir, Heinrich. Gut, jetzt muss ich erstmal gucken, wo sind die Schilde? Was? Zierschild, ja, wie nutzlos. Was mir halt wirklich fehlt, ist... Ah, das gilt als Waffe, okay. Das hier ist ein Zierschild. Wie gesagt, der bringt gar nichts. Wie wir sehen, Verteidigung 115. Speerruhe. Da kann man ein Speer drauflegen. Das sind zwei verschiedene Speerruheschilde. 150. Die sind eigentlich ziemlich... Boah, was? Wie teuer. Oh mein Gott. Hätte ich ja den anderen Schild behalten können. Also der Zierschild besser. Fuck. Kann ich den mal klauen? Spargel für den Gaumen und Mann. Der Moment, in dem ich bedient war. So, wir sollten irgendwo einen Räuber töten. Was ist das hier nochmal? Töte den Anführer des Lagers. Genau. Das wird jetzt unser Job sein. Oh, ich mach was total Sinnloses. Geht das? La 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 la. Zufallsbegegnung. Er wäre lustig gewesen. Okay, wer Arbeit sucht, wird sich... Ja, Aufgabe begonnen. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass diese Arbeit sich erstmal quasi ja nochmal ein bisschen ziehen lässt, sage ich jetzt mal. Ich sollte also diesen Anführer dieser blöden Räuber töten. Es gibt ein Kopfgeld. Wir brauchen Geld. Also ist das jetzt hier unser nächstes vornehmliches Ziel. Oh, es gab sogar einen neuen Kodex-Eintrag dafür. Und hier waren wir noch nie. Hier galoppieren wir das allererste Mal. Sieht bis jetzt eigentlich ganz... Boah, der Fluss da unten ist cool. Das ist gar kein Fluss, das ist ein Ort. Ich dachte, da wäre ein Fluss. Das sah kurz mal so aus. Ja, weil da unten ein See ist. Deswegen sah das kurz mal so aus. Das habe ich gesehen gehabt. Sagt mir jetzt hier die... Hä? Okay, hat gerade eine Weile gedauert. Ah, wir sind schon fast da. Wir müssen... Das hier war das hier, okay. Wir müssen dringend hier jetzt dann gleich über den Fluss. Also macht es auch Sinn, wenn wir jetzt hier mal runterreiten. No. Don't do this to me. Viel zu steil. Auf gar keinen Fall. Nachdem ich gemerkt habe, dass Pferde halt auch Schaden kriegen können, und das können sie, habe ich wenig Interesse daran, das mal noch näher auszuprobieren. Der ist irgendwie da drüben, der Typ. Ich muss bloß einen Weg rüberfinden. Tja, jetzt komme ich endlich mal hier an das Ende des Weges und kann abzweigen. Das Schlimme ist aber, dass es solche Wege in echt halt auch gibt, ne? Bleib mal auf dem Pferd, in Abhängigkeit davon, wie viele Gegner es sind, werde ich unter Umständen aktiv werden. Aber erst in der nächsten Folge, liebe Leute. Macht's gut, bis dahin, schöne Zeit. Tschüss und Ade.